Endlich wird's Tag, ja. Bisschen schnabulieren hier. Und dann müssen wir da hinten lang, dadurch, durch die Schlucht. Da sind wieder irgendwie zwei solche Kacker. Da kann ich die von hier aus nicht erfassen. Etwas Vorrat. Da ist die Frage, kommen die hier rüber? Wichtig. Komm hier raus. Jojo. Yes. Nice. Echt da hinten? Das sollte hilfreich sein. Okay, kann ich nicht springen. Okay, jetzt vorbei. So, ich schätze, alle sind so alarmiert. Genau, hier gibt es nichts zu sehen. Genau, immer weitergehen. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Uiuiui, da hinten wieder. Yeah.
gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Immer weitergehen. Nein, warum habe ich denn das jetzt gemacht? Fuck! Oh Gott, ey. Falsche Taste, falsche Taste, falsche Taste. Verdammter Shit hier. Die kommen alle hierher. Lauf, 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 Mädel, lauf. Lauf, lauf. Oh fuck. Oh nee, nicht die. Ich muss dahin. Wüste. Alles nicht so gut, alles nicht so gut. Oh, oh, Kack. Kommt der her? Das was explodiert? Wieso? Gib da ab, ey. Okay, Elite aber nicht. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Geht nicht. Bye. Okay. Das hat auf jeden Fall geholfen. Thank you.
Laber ich gerade Scheiße in Doppelt. Doppelt hält besser. Die Maschine hat mich gesehen. Okay. Welche alarmiert? Oh Gott, was ist das? Hoppla. Ist riesig. Da sind noch welche. Autsch! Autsch? Oh, Kacke. Oh, Kacke. Thank you.
guter Treffer. Der Entfernung hier ist doch ganz gut. Alles einsammeln. Das wäre geschafft. Vier Leichen, so viele Leichen. Eieiei. So, weiter geht's. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Tag, Leute. Oh, ein Feuerchen. Ich bin eine Arbeiterin. Woher soll ich wissen, wie man Nahrung sammelt? Ist schlecht jetzt. Also, was? Es ist ganz schön beunruhigend, so viele Wilde in der Nähe von Sonnenfall zu sehen. Hier los. Ja, alles klar, das ist die. Wir sollten uns an diesen kurzen Sonnen. Folklorische Dorfgruppe beim Tanzen. Wer weiß, wie lange sie anhalten. Bessere Waren findest du nirgendwo. Warte mal. Es gibt gar keine. Alles nur Fernkampfwaffen. Okay. Mein Angebot wird dich überzeugen. Versprochen. Oh Leute, geht doch mal aus dem Weg hier. Haben wir den schon? Der Sonnenring.
Eine stolze Tradition der Kaja. In Meridian ist es nicht so. Zumindest nicht mehr. Die Bing Sight. Ich bin sicher, sie vermissen es. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Was wird? Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Fremde, wenn ihr etwas über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldner abschauen. Mhm. Interessant. Das kann auch lustig werden hier. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen. Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken... Gucken wir einfach in der nächsten Folge, würde ich sagen. Sie wollen, dass wir ihn sehen. Er ist ziemlich beeindruckend.